Jo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Ticket Light, zu einer offiziellen Folge wieder mit Sven und Markus. Alle. Ja, wie gesagt, Freitag war ja inoffizielles Video, weil ich ja noch meine Vorstellung am Montag gemacht. Ist offiziell Video gekommen. Nein, du hast am Freitag vergessen hochzuladen, deswegen. Ja, und dann kommst du am Montag. Eben. Und morgen kommt wieder eins von meinen und am Freitag nochmal eins und dann geht's regulär weiter mit Sven. Sven. Und wir haben ein Problem. Wer ist dieser Sven? Wir haben keinen Stein. Wir haben keinen Stein? Ein Stein. Doch, wir haben 41.000 Stein. Ich wollte gerade sagen. Aber wir haben. Aber Futur hat keinen Stein. Aber wir haben kein Ding mehr. Scrap Metal und keine Scrap Boxen mehr. Unser Ding ist. Ups. Ich jetzt? Ja. Ja, weil keine Erde mehr kommt und die haben gesagt, wir sollen die Erde schreddern. Genau, weil ich Stein brauche eigentlich. Und ich habe mein Tablet nicht mehr. Das habt ihr letztes Mal zerstört, wo ihr mich getötet habt. Das haben wir zerstört. Ja, das muss ich mir nachher dann tweeten wieder. Nein. Nein. Dann muss es halt nochmal bauen. Du hättest ja auch aufsammeln können, aber. Ich hab's ja versucht, ich hab's gesucht, ich hab's nicht gefunden. Wo ihr mich getötet habt, kann ich ja noch nichts dafür. Alter. Davor nicht gefunden. Warum muss ich das jetzt alles mit der Hand rausnehmen? So, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was ich baue. Das ist jetzt hier mal erst die Frage. Ups. Oh, 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 fuck. So. Boah. Ja, wir sind wieder hier in meinem Revier. Ach du Mist. Scheiße, wenn das Jetpack oben in der Luft leer geht. Warum muss ich hier oben bauen? Ich produziere hier zu wenig Strom, weil ich zu wenig rumlaufe und zu viel fliege. Ja, Pech, ne? Dann bringt doch der Anzug doch nichts. Hättest du da was gemacht, wo du dauernd Strom kriegst, so wie ich, mit dem Helm. Er ist mein Helm. Pech, meins. Nur so als Grundinfo. Nö, interessiert keinen. Eins, zwei. Ey, Futur, ich glaub, gib mir den mal wirklich kurz. Ich bin beim Tempel. Futur gib ihn nicht. Wenn er geht, dann gibt er nicht mehr. Nein, es könnte sein, dass wenn ich den auf... Ich kann den ja nicht mehr wir machen das nochmal. Es könnte sein, dass wenn ich den aufsetze, dass der meine Brustplatte und so auflädt und der lädt wahrscheinlich einige schneller wie alles andere, was wir haben. J, L. Wie macht man Wegpunkt? M. Ah. M, ja. Ringpoint. Oh. Nein. Add. Ich hab irgend so ein Kürzel. Komma, Punkt, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Mit M kommst 1. du da auch hin. Okay. Back. Exit-Menü. Super. Es steht da mittendrin. Das ist doch behindert. Woher weiß ich jetzt, wie ich auf die Mitte komme, ohne Blöcke zu zählen? Wegpunkt. Hab ich doch, aber da steht jetzt mittig. 3 Block. Wow. Fuck it. Ah, Sven, du bist tot, ne? Oh, er ist tot. Trotz seiner Power-Rüstung. Ja, ja. Weil ich die nicht für so eine Arbeit gemacht habe, wo bin ich langsam. So, jetzt sind wir hier und haben. Das ist 60, dann ist 30 die Mitte. Boah, ich bin so arschlangsam ohne mein Zeug, das ist ja nicht mehr lustig. Ist. 30? Nein, dann muss ich, 3 abziehen, 27 die Mitte. Der Block. So. Kann das sein? Aber es wäre cool, wenn es so passen würde. 1, 2, 3. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26. Das hin? Ich glaube nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, du kannst zählen, das haben wir jetzt auch verstanden. 21, 24, 25, kannst du bitte leise mal stehen? 27, 29, 30. Boah, ich töte dich gleich, ne? Ne, warte, ich hab die One-Hit-Waffe, lass mich mal. Ja, mach's. 30. Dann laufe ich zumindest hier noch ein bisschen rum und generiere ein bisschen Strom dabei. Dann mache ich zumindest was Sinnvolles, Futur töten und Strom regenerieren, das ist doch eine super Kombi, oder? Ja, so. Ja. Gut, das wird eigentlich jetzt passen. Ah, okay, ich brauche mal einen zum Kontrollieren, ob das passt. Die Post einen. Von euch beiden zum Nachzählen. Nee, setz einen Wegpunkt. Habe ich doch, aber ich komme damit nicht klar. Setz einen Wegpunkt auf beide Ecken und wenn beide Zahlen links und rechts gleich groß sind, bist du in der Mitte. Das geht nicht, ich krieg keinen Wegpunkt auf die Mitte hier. Soll ich ja auch keinen auf die Mitte machen? Oh! Wissen.
Wakepoint. Pelikon, too hard. Okay, nicht wieder. Ich habe keine Lust mehr. Ah, jetzt weiß ich, wie ich verhindere, dass ich hier The Crown Too Hard mache. Eins, okay. Nutze einfach meinen Paraglider. Ist der jetzt auf dem Eck? Nein, der ist nicht auf dem Eck. Also muss ich auf der Eck stehen. Wenn jetzt mein Jetpack einfach leer geht und ich runterfall, dann lebe ich weiter. Frage ist nur, wie lang. So. Nein, dann nicht den da. Add. Eins. So, jetzt müsste er direkt auf dem Eck sein. Mann, bin ich gut. Haben Wegpoint gesetzt. Wenn ich rumstehe, verbraucht mein Anzug Strom. Ich muss da nochmal irgendwas bauen. Wenn ich nichts tue, hat er einfach einen Stromverbrauch und das kann nicht sein. Doch, kann sein. Nein, das kann nicht sein. So. Das ist nämlich schlecht. Jetzt mal gucken, ob ich die Mitte getroffen habe. So, der Eingang wäre hier die Mitte. 30,5. 28,4. Das ist richtig mittig, gell? Fuck! 29,5, 29,5. Dann sind wir hier. Der blockt die Mitte. Dann muss das alles hier eins rüber. Ach. Was ist denn das? So, wenn ich jetzt auf dem Block stehe, muss es links und rechts genauso weit sein. 28,9, 30,7. Ja, gut, das passt. Die paar Zehntel Millimeter. Großen und Ganzen jetzt stimmen. Ja, so, so, so. Ich weiß bloß nicht, wie der Tempel nochmal aussah, wo ich bauen wollte. So lang her schon wieder. Ihr kriegt Urlaubsverbot einfach. Urlaubsverbot? Ja, es ist zu lang her. Ich weiß nicht, wie der Tempel aussieht. So. Oh Gott, da muss ich jede Menge Erde abbauen. Ich glaube, das ist einfacher, als den Tempel zu bauen, zu planieren. Ach, wirklich? So, ich brauche noch ein Crafting Table. Mal Holz. Das müsste reichen. Ein Ding reicht ja für ein Crafting Bench. Was machst du eigentlich, Markus? Ich gehe jetzt an die Tür und mach die Tür auf, weil es hier klingelt hat. Cool. Hast du niemanden, wo dir die Tür aufmacht? Und weg ist er. So. Boah, das sieht doch Bombe aus. Oder nicht? Ich weiß nicht. Na, Futter, ich probiere das jetzt mal. Ich komme mal kurz zu dir. Ich jetzt erstmal ohne Night Vision zu arbeiten. Mal schauen. Ach so, da braucht man nicht auch gut Strom. So geht das. Hast du schon eine Warp-Tor? Ja, ne? Ja, die hast du gebaut. Welcher? Noch. Japanischer. Bist du? Ja. Da liegt er. Hinter dir. Ich sehe weder dich noch den Helm. Ah, jetzt so, sehe ich beide. Da. Und war was Wichtiges? Nee, Passwolle. Ja, darf ich mir den mal kurz ausleihen? Der lädt mich nämlich. Ja, ja, brauchen gerade nicht. Ich muss eher überlegen, wie ich hier das Ding baue. Das ist mein Aber Problem. Aber jetzt wird's Nacht, oder? Jo. Komm mal schlafen, ich schlaf. Nur, dass du deinen scheiß Helm aufladen kannst. I can only sleep at night, es ist noch nicht Nacht. Es wird ja erst dunkel. Ich brauch Fackeln, okay, das muss ich mitnehmen beim nächsten Mal. So, aber wie soll ich den Tempel jetzt zerbauen? Weiß nicht, guck nach. Ja, ich hab so... Das ist das Sinnvollste. Ich mach das frei aus dem Gefühl raus. Dass ich das nach Bauchgefühl entscheide, wie der Tempel wird. Aber das ist nicht gescheit. Ja.
Oh, lass mich doch mal machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sechs, sieben, dann hier. Oh fuck, das ist ein Block zu viel. Also ich komme, dann kann man dann hinlegen. Oh, voilà. Zu weit. Mein Tee ist falsch. Du schreibst einen Tee in den Chat. Gehackt wir. Ja. Ja, geleckt, ihr leckt auch. Warte, ich werde nicht sterben. Gehackt. Heck. Ach so. So, ich bin da. Wo seid ihr? Sind wir jetzt ins Bett? Ja. See Futur. Aus dem Fenster. Aus dem Fenster? Fällt da ja runter? Nein, der steht da und wartet vor seinem Bett oder so. Jetzt kommt jemand. Ich glaube, ich lasse Night Vision weg. Es sieht einfach cooler aus, oberirdisch, wenn man die nicht anhat. Sven, mach mal einen Wift am Bauernhof dann. Jetzt wirklich nicht so weit weg, oder? Ja, aber einen Wift braucht man sowieso ja, darüber zu. Trotzdem gehört besser. Also, ich war gerade schnell dort. Ja. Warte noch ein paar Sekunden, ich spring da zweimal vom Bauernhof bis hier rüber. Nachti! Das war ich gerade. Ihr Lachen. Boah, boah, wie lange im WhatsApp zu schreiben? So, wie lange haben wir denn? Aua! Nicht mehr lange. Hat voll weh und so. Ich dachte, ich bin tot. Also, ich muss ja hoch. Ah, ich kann jetzt hier was gleich nachgucken, wie der Tempel aussieht. Wenn ich nicht aufhören stopp, muss. Warum sind alle unsere Kühe tot? Ah, ja, sind nee, nicht tot, sind alle verschenkt. Oh, Mann. Warte, wo sind unsere Kühe? Aber die Schweine und so, ist egal. Ist egal, außer die Kühe. Die Kühe sind da, schön verwahrt, keine Angst. Die sind in Sicherheit. Ja, die armen Kühe, ey. Die hätten da gar nichts dafür gekonnt. Jo, oh, was sagst du jetzt so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Was? Ich weiß gar nicht, was die Kühe. Die Kühe sind vielleicht bestimmt hinterhältige Biester. Kann sein. Eben, die wollen die Weltherrschaft. Aber nur dir gegenüber. Dass sie die Weltherrschaft wollen, das weißt du bloß gar nicht. Für jeder. Doch, das weiß ich schon. Aber ich werde ihr Anführer. Mhm, also bist du Oberkuh. Wenn ich den ganzen Scheiß hier wieder abbauen muss, dann kotze ich. Nee, ich auch. Auf dich. So. Ich hoffe, ich habe es symmetrisch gebaut. Das Ding ist einfach gigantisch. Größer als euer Tempel, wo ihr gebaut habt. Ja, passt sogar. So. Aber weißt du, Futur, Größe ist nicht alles. Ah. Und zwar sieht dafür besser aus. Wer sagt, dass es nicht größer alles ist? Wenn es ist nur ein Steinklotz. Wenn deine Freundin das sagt, dann würde ich mir Gedanken machen. Ist da jemand aus Erfahrung? Nö. Hat sich noch nie eine beschwert. Sie noch keine beschwert hat. Schön. Für dich. Tja, bin ich auch. Ja, Markus. So. Glas. Glas. Haben wir überhaupt noch das Glas? Ja, ich glaube. Ja, 305 noch. Jetzt habe ich schon 60 ausgetan. Das ist so geil. Du kannst immer von jedem können wir einfach ein Steak snacken. Wir haben immer noch genügend. Das soll was sein. Nee, so möchte ich das aber nicht, ne? Nicht? Nicht. 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 Möchtest du das nicht? So. Nicht. Ich möchte es gerne eckig. Wir kriegen das eckig hin. Warte mal. Runde muss ins Eckige. Ja. Ja, aber ich möchte, dass die Treppe. Nein. Dann so halbrund wird. Egal. Lass mir später was einfallen dafür. Für schon, dann haben wir später noch Zeit. Muss erstmal der Eingang passen. Gut, gut, gut. Also noch, wir sind eh gleich soweit. Ich hab Hunger eigentlich. Ich hab eigentlich Hunger, aber. Hast du Hunger? Ja, er hat Hunger.
Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das da drunter dann baue. Was mache ich die Night Vision an? Aus. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich brauche Holz. Sven, mach mal die Baumfarm wieder an. Ich brauche dunkles Holz. Was ist dunkles Holz? Haben wir dunkles Holz? Baumfarm läuft. Ja, ich hatte dunkles Holz. Fichte. Ja, Fichte brauche ich. Ich brauche dunkles Holz. Kiefer wäre nicht verkehrt. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch an Saplings? Du bist ein Unterkiefer. Ah, was ist denn das? Eichenholz. Eichenholz sieht doch mal gut aus. Ich nehme einen Stack mit. Haben wir auch irgendwas Japanisches? Nö, gibt's nicht, oder? Aber da, Leute, da die Stunde, 15 Minuten jetzt eigentlich schon rum ist und jetzt Svenny dran ist mit aufnehmen, beende ich diese Folge hiermit und über... Also wir bauen hier gerade nur Fichte an, ne? Ja, ich habe aber noch Kiefer gefunden. Hallo, Lulu. Hallo. Ja, sieht okay aus, kann man lassen. Und da jetzt Sven dran ist, beende ich die Aufnahme, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.